Oh, schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei diesem Live-Video. Und heute ist ein besonderes Video. Heute ist ein besonderer Tag. Und wir erzählen dir auch später noch genau warum. Und zuerst möchten wir ein bisschen über uns sprechen und vor allem über dich. Wir möchten auch etwas von dir wissen. Und zwar, ob du das auch kennst. Bist du Frau und Mutter? Und bist zusammen in einer Beziehung mit deinem Partner, mit dem Vater deiner Kinder? Und fühlst du auch Lustlosigkeit manchmal in deiner Beziehung, in deinem Leben? Wie sieht das genau aus? Wie sah das bei uns aus, als wir da vor ein paar Jahren drin gesteckt haben? Vielleicht ist oft, kennst du das auch, dass tatsächlich du bist angefangen, deine Beziehung mit so einer Freude. Mit so einer Freude mit Richtig. Reggaeton, Latino-Musik. Und ja, dieses erste Prickeln, diese Verliebtheit. Und irgendwann war es vorbei. Und dann kamen vielleicht noch deine Kinder. Und auf einmal hast du auch gesehen, dass du immer weniger Zeit hast, immer weniger Zeit für dich und immer weniger Zeit für deine Partnerschaft. Weil auf einmal alle von dir gefordert haben, dein Kind fordert von dir, dein Partner fordert von dir, dein Job fordert von dir, deine Freunde fordern von dir, alle wollen was haben und du hast irgendwie das Gefühl, du bleibst auf der Strecke. Mir kann auch sehr schnell gehen. So bei uns war auch so, dass wir geheiratet haben und dann nach einem Jahr hatten wir unser erstes Kind und dieses Gefühl, wie ich weiß nicht, warum mit diesem Menschen zusammen bin. So wir passen nicht mehr zusammen und irgendwie geht alles schief. Und ja, vielleicht kennst du das auch, dass du verstehst nicht mehr, denn warum alles angefangen hat und ob du überhaupt tatsächlich dieser Mann, der Traummann ist. Und du spürst tatsächlich so wie eine Lustlosigkeit, einen Mangel an Energie. Du fühlst dich traurig, dass irgendwie dein Projekt nicht funktioniert hat. Dieses Projekt Familie oder Partnerschaft. Es ist auch so ein bisschen so Hoffnungslosigkeit oder vielleicht sogar Verzweiflung oder Trauer darüber, ja, dass es nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast am Anfang oder wie es angefangen hat mit so bombastisch und so schön und so leidenschaftlich, so lustvoll. Ja, vielleicht erinnerst du dich an diese Momente, wo so vor ein paar Jahren waren wir Singles und war alles hat alles super gut funktioniert und der Sex war sehr geil und auf einmal, wir finden uns nicht mehr. Irgendwie, es gibt keine Verbindung, nicht nur sexuell, so einfach im Allgemeinen. Es gibt keine Verbindung. So, wir sind funktionell, den Alltag versuchen wir so funktionieren, so gut wie wir können, aber irgendwie gibt es keine Verbindung. Vielleicht siehst du dir da, dass tatsächlich. Ja, irgendwie, es fehlt dir dieses Teil, der macht deine Beziehung besonders. Das ist tatsächlich diese Zärtlichkeit, diese Körperberührung, diese Augenblicke sind nicht mehr da. Und tief in dir drin spürst du, dass es so sein sollte und dass es so sein könnte auch, dass dieses Prickeln da sein sollte und dass dieses Prickeln da sein könnte. Und du fragst dich vielleicht auch manchmal, habe ich vielleicht einfach nur den falschen Partner mir ausgesucht? Vielleicht fragst du dich auch, ja, haben wir uns einfach entliebt oder haben wir uns auseinandergelebt? Oder man normalisiert das auch. So, ich erinnere mich, so, wir haben uns immer getroffen mit Freundinnen und alle erzählen dieselben Geschichten. Ja, plus, mas, plus, minus. Alle erzählen, so mein Partner ist so, mein Partner macht das so. Und ja, so wie es ist etwas Normales, ist etwas allgemein. Alle erleben das, seit wenn die Kinder da sind. Und vielleicht irgendwann ändert sich, keiner weiß das. Aber es ist etwas, das normalisiert ist. Und vielleicht spürst du, wie ich, dass, ja, das anders sein könnte, dass tatsächlich nicht so normal ist, dass du möchtest nicht so weiter so leben, wie du dich wünschst, tatsächlich ein anderer Kontakt mit deinem Partner, das nicht, was ihr jetzt gerade habt. Dass hinter dieser Gleichgültigkeit ist dir nicht gleichgültig. Dass du dich wünschst, tatsächlich etwas anderes. Dass du dir, ja, was wünschst du dir auch? Also bei uns war das auch so. Raquel hat mich nie aufgegeben. Ich war da eher so ein bisschen derjenige, der gesagt hat, okay, es ist normal und vielleicht, ich brauche das jetzt im Moment nicht. Wir gucken mal, wie es wird. Wenn später mal die Kinder in die Schule kommen oder sich unser Leben nochmal verändert.
Und vielleicht bist du aber auch so, dass du sagst, ey, ich wünsche mir auf jeden Fall, ich wünsche mir mehr Zärtlichkeit mit meinem Partner. Ich wünsche mir mehr Lust, auch im intimen Kontakt oder gerade im intimen Kontakt wünsche ich mir mehr Lust. Ich wünsche mir, dass der intime Kontakt anders läuft. Ich wünsche mir ein Vorspiel, wo wirklich Hingebung auch drin steckt. Ich wünsche mir leidenschaftliches Küssen, so wie es am Anfang war. Nicht nur so ein flüchtiger Tschüss, ich gehe jetzt auf Arbeit, Kuss oder ja, das ist wirklich prickelt da. Und vielleicht wünschst du dir auch so sehr, dass er dich mal wieder massiert oder dass er die Initiative auch ergreift, wenn es um Sex geht. Und er tut es nicht. Und du denkst dir immer, ich habe es ihm doch schon tausendmal gesagt. Auch bei anderen Dingen im Leben sagst du, ich habe es ihm doch schon tausendmal gesagt und er kapiert es einfach nicht. Ja, und da findest du da zu sagen, ja, ich habe ihn tausendmal gesagt, das, ich habe tausendmal gesagt und er ändert sich nicht. Oder, ja, ich habe mich oft gefunden, es ist unfair, ne? Dass ich die ganze Zeit hier mit dem Kind bin und du kommst und dann, ja, so, ich habe nicht meine Zeit, es ist unfair, dass ich nicht meine Karriere weitermachen kann. Es ist ungerecht, so, wer soll das denn so? Du gehst die ganze Zeit draußen und du bist mit Kollegen und so und außerdem möchtest du jetzt Sport gehen und wo ist meine Zeit? Wo ist meine Zeit für mich? Oder vielleicht findest du das auch zu sagen, so, ja, das ist für dich tatsächlich schwer, näher zuzulassen zu deinem Partner, dass du kannst nicht, dass irgendwie hat. Du kannst nicht, irgendwie funktioniert das nicht. Du verstehst vielleicht auch nicht so ganz genau, warum das so ist, aber es ist einfach irgendwie schwer, einfach auch den intimen Kontakt anzufangen. Es ist so wie so ein Berg, wo man erstmal drüber geht. Dann, wenn ihr dann mal intim seid, dann ist es gut, dann ist es okay, aber es ist auch am Anfang so ein Aufwand. Dann denkst du dir, oh, jetzt schon wieder Sex oder jetzt ah, muss ich jetzt schon wieder da. Natürlich das Gefühl, das ist ein Muss, so wie, okay, ich muss jetzt etwas machen, weil wenn nicht, meine Beziehung oder mein Partner wird nicht hier weiterbleiben. Und findest du vielleicht auch zu sagen oder zu sehen, dass vielleicht für deinen Partner tatsächlich der Arbeit ist in erster Stelle und in zweiter Stelle sind Die Kinder. mit glücklich, wenn das gut geht, sind die Kinder und in dritter Stelle bin ich und ja, diese dritte Stelle irgendwann kommt nie. Und dieses Gefühl manchmal auch, dass ich habe schon mit vielen Frauen gesprochen, dass vielleicht du bist neidisch an deine Kinder so, an deine Kinder, dass er so liebevoll vielleicht mit den Kindern ist, wenn er nach Hause kommt und du siehst das und sagst, okay, er hat doch Gefühle, aber warum, das zeigt mir nicht so Warum mit nicht dem für Kind, mich? ja. Dass du vielleicht dich auch manchmal fragst, warum ist er überhaupt noch mit mir zusammen? Ist er nur mit mir zusammen, weil wir gemeinsam Kinder haben? Ja, dieses Beifall, ja, bleibt er hier nur wegen den Kindern oder ist tatsächlich, er möchte weiter mit mir zusammen sein? Wenn du dich ehrlich fragst in dir drin, kennst du das? Kennst du dieses Gefühl? Kennst du diese Situation mit deinem Partner in deiner Beziehung, in deiner Liebesbeziehung? Wie konnte sich das anders ändern? Weil wir haben das auch erlebt, so wir Du darfst haben. gerne hier in den Chat schreiben, einfach, wenn du sagst, ja, ich kenne das, ich weiß genau, worüber er spricht, ich weiß es ganz genau. Dann darfst du jetzt einfach hier in den Chat schreiben und sagen, ja, ich kenne das. Eine oder die andere Situation. Vielleicht kennst du eine andere Situation, möchtest du uns auch beschreiben. Danke, danke, dass du so offen bist und das teilst mit uns. Sehr schön. Wie konnte es anders sein? Weil wir haben das auch erlebt und wir waren auch da. Und wir haben uns irgendwann entschieden. Wir wollten das anders, ich wollte das anders, ich wollte etwas anderes erleben mit meiner Partnerschaft und ich wollte nicht einfach aufgeben, weil ich wollte mit dem Partner meine Kinder zusammen sein, weil ich hatte dieses Projekt und vielleicht spürst du das auch, dass du möchtest mit diesem Mann zusammen sein, aber irgendwie siehst du keinen Weg. Und wie wäre es tatsächlich, wenn ich dir sage, dass es gibt doch einen Weg? Das, was wir jetzt erleben, es ist total anders. Ja, es gibt einen Weg. Und wie ist das? Wie fühlt sich das an jetzt, was wir erleben? Das, was wir erleben, ist tatsächlich, dass du kannst wieder diese Leidenschaft mit deinem Partner erleben. Dass wir sind seit 13 Jahren zusammen und jetzt wir können so eine Leidenschaft spüren, das sogar nicht am Anfang war, weil es ist total anders, es ist einfach ein anderes Leben. Dass du tatsächlich genießen kannst die Berührung von deiner Haut mit der Haut von deinem Partner. Dass du Lust spürst auch.
du spürst richtig Lust, ihn zu berühren und mit ihm Nähe zu teilen, dass du ihm nah bist und dass ihr intimen Kontakt habt. Es fühlt sich nicht mehr schwer an, überhaupt dahin zu gehen und naja gut, machen wir heute mal wieder Sex, sondern dass du wirklich Lust darauf hast. Du hast die Lust zu riechen, so in der Nähe zu sein, so ihn einzugucken, dass du ihn auf den Augen angucken kannst, dass du ihn den Bart angucken kannst, dass du den Körper angucken kannst. Die kleinen Leberflecken, die er oder ja, bei mir ist es sie, auf der Haut hat und die so aussehen wie Sternenbilder. Dass du das wieder genießen kannst, tatsächlich, dass du genießen kannst, dass er dich beruhigt auch, dass du dich angucken kann. Wie wäre das? Du siehst, du hörst auch die Glocken, die Glocken sagen, ja, es gibt auch einen anderen Weg. Jetzt haben die Glocken. Wir feiern das jetzt. Wir feiern das mit Kohle. Die Glocken läuten wie am Eingang vom Paradies. Ja, wie wäre es, wenn du auf einmal sicher wärst, dir zu zeigen, wie du bist, dass ein Partner zeigen in deine Größe, dass du dich trauen werdest, ihm zu sagen, was du dich wünschst. Dass du dich trauen werdest, einfach in der Praxis zu bringen. Es ist nur sagen, so, ich mache das jetzt, ich traue mich, mir zu zeigen. Wie wäre es das denn? Und wie fühlt sich das im Alltag an? So, du hast einfach in der Beziehung, du fühlst dich frei in der Beziehung. Du fühlst dich frei, du fühlst dich nicht irgendwie gezwungen, dass du Kompromisse machen musst. Du machst auch Kompromisse, du gehst auch mal von deinen Bedürfnissen ab, aber du tust es mit Freude und dass du dem anderen vielleicht dadurch einen Gefallen tun kannst oder einfach mit Freude und Spaß und zur gleichen Zeit spürst du auch eine Sicherheit. Es ist nicht diese Angst da, diese Angst, dass du jetzt etwas verlierst in der Beziehung, die Angst, dass er etwas verliert, die Angst, dass du ihn verlierst, dass du deine Beziehung verlierst, dass du deine Familie vielleicht verlierst, dass dieses Gefüge zusammenbricht. Es ist eine Beziehung mit Freiheit und Sicherheit gleichzeitig. Und nicht Sicherheit, so wie Papiersicherheit oder so, so wie wir regeln alles, sondern es ist eine Sicherheit von Herzen. So, ich traue meinem Partner, es gibt ein Vertrauen, es gibt eine Grundvertrauen tatsächlich in der Beziehung. Und dank an was, du traust dich auch Wege zu nehmen, dass du vorher dich nicht getraut hast. Und du bist mutig, zusammen mit deinem Partner diese Wege zu gehen. Du bist mutig, Entscheidungen zu treffen. Und es geht leicht, es funktioniert leicht. Ja, wir hatten eine Klientin, die hat, das Sexleben lag in Trümmern. Komplett. Und auf einmal funktioniert es wieder. Sie ist mit ihrem sexuellen Potenzial in Kontakt gekommen. Auf einmal haben sie 2 Reisen gemacht, die sie sich schon so lange gewünscht hat. Das ist so lange gewünscht, die haben sie dann gemeinsam gemacht. Es ging auf einmal alles viel leichter, also auch Entscheidungen treffen und Dinge tun, die auch dir vielleicht vorher verrückt oder unmöglich erschienen. Und bei uns war das auch so, wir haben auch lange davon geträumt, nach Spanien zu kommen und dann haben wir es irgendwann gemacht einfach. Wie wäre das, wenn du dich trauen würdest, diese verrückte Sachen zu machen mit der Hand deinem Partner? Wie wäre das? Wie wäre es, wenn du morgens aufwachst und es fühlt sich nicht schwer an und du spürst diese Lustlosigkeit und die Motivationslosigkeit für den Tag, sondern du wachst auf und du bist einfach so dankbar, dass dein Partner neben dir ist, dass deine Kinder bei dir sind. Und mit dieser Dankbarkeit gehst du voller Energie in den Tag. So ist das bei uns. Wie wäre das? Wie genial wäre das? Wie genial wäre das, dass du das erleben werdest? Und wir wissen, wir sind sicher, dass du auch das schaffen kannst, weil wir auch dabei sind, wo du bist. Und wir wissen, dass du auch das haben kannst, wenn du willst. Und wenn du möchtest, wir können dir zeigen, wie. Genau, und da laden wir dich ein, komm zu uns ins Gespräch und dann sprechen wir darüber, wie es geht. Und wir haben jetzt ein geniales Coaching-Programm. Das heißt, ich sein, gemeinsam lieben. Und da haben wir aktuell 5 Plätze. 5 Plätze. Und wir haben uns nächste Woche 10 Termine reserviert. Und 10 Stunden, 10 Termine, wo wir mit Frauen sprechen, die es wirklich ernst meinen. Und die wirklich sagen, ja, ich möchte meine Liebesbeziehung transformieren. Und ich möchte mit meinem Partner, mit dem Vater meiner Kinder ins nächste Level gehen. Und wenn du dabei sein möchtest, dann reservier dir
nächste Woche einen von diesen 10 Terminen und dann schauen wir, ob wir zusammenarbeiten in Zukunft und ob wir dich mitnehmen und ob du mitkommst mit uns in dieses Paradies. Ich habe viel Lust, dass du mitmachst, weil ich weiß, dass du das schaffen kannst. Weil ich weiß, weil es fühlt sich so anders. Und ich wünsche mir, dass du auch das spürst und das fühlst. Zusammen mit deinem Partner. Und besser. Genial. Wir verabschieden uns hier und wir warten dich auf die andere Seite. Wir freuen uns auf dich. Ciao, ciao. Ciao.